Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Großkönig Janusz führt mal wieder einen Krieg und diesmal sogar einen größeren Krieg. Zumindest kann der Gegner hier mehr in die Waagschale werfen als bisher. Wir führen einen Krieg gegen das Herzogtum Ostfalen an der Spitze mit Herzogin Dorothea, die schon 73 ist. Jetzt könnte man vielleicht sagen, man hätte auf ihr Ableben warten können, weil dann vielleicht das Reich, ihr Reich geteilt worden wäre, aber nein, habe ich mir angeschaut, es ist Primogenitur, das heißt, nur einer der Söhne hätte das geerbt. Das hätte nicht viel verändert, vermutlich ein paar weniger Soldaten, aber ich denke, wir schaffen das. Unsere Kampfarmeen sind hier auf dem Weg gen Norden. Hier unten sind unsere Belagerungsarmeen dabei, diese beiden schönen, fetten Grafschaften hier zu belagern. Bevor wir weitermachen damit, möchte ich mich aber um unsere Gefangenen kümmern. Da haben wir nämlich einige im Kerker. Und ich habe unter anderem gesehen, dass hier die Frau des Grafen von Saas und die Tochter des Grafen von Saas auch bei uns einsitzt. Und ich werde die mal ausschließen. Vielleicht hilft uns das noch als kleines Faustpfand, wenn wir diese Grafschaft Saas auch noch irgendwie angreifen müssen. Wir werden sehen. Wir werden also hier Massenaktionen machen, aber ich sehe gerade, von Massenaktion kann nicht die Rede sein. Drei Charaktere können wir nur für Geld auslösen. Immerhin einer dabei, der 100 Gold gebracht hat. Das ist schön. Der Rest, den müssen wir auf andere Art und Weise da rausbringen. Ja, das machen wir mal später. Darum kümmern wir uns jetzt nicht. Wir kümmern uns um diesen Krieg. Wir gucken mal, wo sind unsere Hauptkampfkräfte. Hier ist die erste Armee, die marschiert dann mal direkt in die Nachbarschaft. Wir haben die Bauernarmee. Die bleibt mal hier hinten so ein bisschen. Und dann haben wir noch die Krieger von Perun. Die kommen dort auch mit rein. Ja, und dann werden wir hier den Gegner direkt mit fast allem, was wir haben, angreifen. Einen Ablass kassieren wir noch sehr gerne. Buxtehude ist schon in der Hand des Gegners. Aber das werden wir überleben. So, wartet, hier ist was los. Erstmal haben wir Sapeure entdeckt. Das ist sehr schön. Das reduziert nochmal die Belagerungszeit. Hervorragend. Ja, dann gehen wir auf das letzte Verfügbare, die Primogenitur. Außerdem Aufgabe erledigt. König Jaromil, Kontrolle hergestellt. Dann schicken wir ihn dort auf eine neue Aufgabe. Machen wir das hier in dieser Grafschaft. Und unsere Frau ist... hat architektonische Expertise erhalten, bekommt nochmal Verwaltung plus 1. Sehr gut. Das heißt, ja, leider hat sich aber das Domänenlimit dadurch nicht erhöht. Aber dennoch, sie ist überaus talentiert in dieser Sache. So, dann marschieren wir mal in Richtung des Feindes, der sich nicht zurückzieht. Und dann wird er frontal attackiert. Die Bauern werde ich erst reinschicken, falls er die anderen mit zur Unterstützung bringt. Mal sehen, ob er das tun wird. Ja, er wird es tun. Alles klar. Dann werden wir auch noch die Bauern mit reinbringen. Und das wird dann eine sehr, sehr große Schlacht werden. Gucken wir sie uns an. Die Schlacht von Hamburg. 24 zu unseren Gunsten. Können wir uns auch mal anschauen. Ah ja, natürlich der Befehlshaber. Aber niemals aufgeben. Schwerpunkt auf Drittätigkeit und auf Nummer sicher gehen. Das kommt, glaube ich, alles von seinen Lebenswandelvorteilen. Ne? Genau, niemals aufgeben. Naja. Sehr, sehr schön. So, das sollte also laufen. 11.000 kommen noch mal rein. Ja, aber es ist ja wirklich überragend souverän. Prag ist jetzt auch schon in unserer Hand. 34.000 gegen 15.000. Kein Problem. Eine Festung ist gebaut worden. Warte mal, während die Stadt läuft, können wir dann auch die schon mal woanders hinschicken. Nämlich hier ist noch eine Burg. Halt, ich sehe gerade, wir haben die noch nicht zusammengefügt. Das machen wir mal. Und verfolgen weiter diese Schlacht in Hamburg. Die Festung, die haben wir, glaube ich, nicht in Auftrag gegeben. Da ist der Sieg. Sehr schön. Den Großmeister des Johanniterordens haben wir gefangen genommen. So, diese Schlacht wird uns auch sehr viele Hingabepunkte gebracht haben. 675. Enorm. Und... was sehen wir? 1300 Verluste gegen fast das Zehnfache beim Gegner. Das ist aber wirklich wow. So, wie sieht es denn aus bei den Champions? Irgendjemand verletzt, getötet? Miroslav? Nö.
Alles gut. Okay, jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir mit den ganzen Truppen. Ich würde mal sagen, die Krieger von Perun schicken wir hin. Die sollen Buxtehude zurückerobern. Ohne Belagerungsarmee werden wir diese riesige Festung nicht belagern können. Deswegen werde ich unsere Kampfarmee erstmal hier die Elbe runterschicken. Da soll sie mal aufpassen, was der Gegner so tut. Und wir gucken hier unten weiter. Diese Belagerung ist nämlich auch bald zu Ende. Wir haben aber hier noch einen Ablass. 750, der Großmeister persönlich, der Würei-Wächter. Wow, das hat sich ja wirklich gelohnt. Ein Bürgermeister, 359, warum so viel? Krass. Okay, wir haben 3000, das heißt, wir könnten eigentlich hier auch mal weiter investieren. Wir wollten ja überall auf 12 gehen. Machen wir das mal. Wir können auf 17 gehen, das ist das Maximum. Wir haben noch 2000. Oh Gott, ey. Naja, das machen wir mal nach dem Krieg. Wir warten auf das Ende dieser Belagerung und da ist es. Czaslau ist in unserer Hand mit 82 Goldstücken. Bei 67% sind wir. Das heißt, hier unten die Burg noch und dann war es das hier auch. So, der Feind flieht südwärts. Buxtehude wird zurückbelagert. Die Bauern können, glaube ich, jetzt auch mal mitziehen. Scheint so, als ob sich der Gegner gen Kriegsziel wendet. Und, was sehe ich, eine gefährliche Fraktion ist entstanden. Das sind sächsische katholische Populisten. Ja, das ist natürlich jetzt ein großes Thema. Wir haben ja wahnsinnig viele Eroberungen und alle Eroberungen sind katholisches Gebiet. Schaut euch das an. Und das wird natürlich irgendwann, könnte das eine kritische Masse erreichen, die vielleicht auch für uns zu einem Problem wird. Wir werden es sehen. Gott sei Dank sind es nur Bauern und keine Adligen, die sich denen noch anschließen. Das macht die Sache etwas einfacher. Kind meiner Dynastie, Schwiegertochter Irena, gleichzeitig Stiefoma unseres Haupterben, hat ein weiteres Kind erhalten, Editha. Editha Miroslava. Ja, warum nicht? Möget ihr stark und weise werden. Noch kein Sohn. Schlan ist besetzt. Okay, damit sind wir bei 76. Ich weiß nicht, ob diese eine Burg reicht. Wir werden aber die Belagerer dann jetzt mal nach Norden ziehen und von dort aus in Richtung der Hauptstadt sie bewegen. Vielleicht wird das ja noch nötig werden. Wer weiß. Wir wissen nicht, wo die gegnerische Armee sich jetzt befindet. Mal gucken, ob sie irgendwie mal auf... Da taucht sie auf. In unser Gebiet zieht sie nach Naumburg. Sie wollen da auf jeden Fall unten in Richtung Prag hin. Wir werden ihnen den Weg abschneiden. Aber diese Belagerung ist sicher vorher zu Ende. Das geht nämlich jetzt wirklich ratzfatz, die Belagerung. 6 Tage noch. Wunderbar. Aber vorher passiert etwas anderes. Ein Komplott bei Hofe. Mein Ratspitzer ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar mein Cousin Niklot. Der soll ermordet werden. Okay, seine Mutter ist Prinzessin Hanna, unsere Tante. Und der Vater ist der irgendwie bedeutsam? Ja, der gehörte zum... Ach so, der gehörte zum Uppland. Herzogtum in Schweden. Ja, jetzt nicht übermäßig bedeutsam, aber natürlich ist das keine schöne Sache. Ich hoffe, Japan kriegt noch raus, wer das ist. Diese Information ist ja eher mehr ein Gerücht als irgendwas Handfestes. Na gut. So, die Belagerung ist durch. Ha! Und wir haben es. Wir haben das Kriegsziel komplett besetzt und damit können wir diesen Krieg, den die Jure-Krieg um das Herzogtum Böhmen, nun auch beenden. So sei es. Wunderbar. Jo, damit lösen wir mal alle Armeen auf. Und jetzt haben wir ein bisschen was zu tun. Denn wir müssen uns jetzt wieder um unsere Grafschaften kümmern. Wir haben jetzt 4 über den Durst. Und das könnte zum Thema werden. Um das zu lösen, wollte ich ja, wenn ihr euch erinnert, das Herzogtum Milzenia übernehmen. Und wir sehen, warte mal, ist der immer noch im Krieg? Der ist immer noch im Krieg, aber der Krieg geht demnächst zu Ende. Das müssen wir einfach nochmal abwarten.
Weil bevor ich das nicht weiß, was passiert denn eigentlich? Wer macht da was? Die Belagerung? Bevor ich nicht weiß, wie das mit der Erbschaft genau weitergeht, will ich nämlich keine Grafschaften verteilen. Da macht man dann nur Unsinn. König Jaromil hat seine Aufgabe beendet. Sehr gut. Dann machen wir weiter. Prag. Geh mal nach Prag. Da ist die Kontrolle tatsächlich komplett runter. Und was ist das für eine erbärmliche Burg? Ist das nur, weil wir das jetzt gerade erobert haben? Nee, das ist komplett zerstört, oder was? Okay. Puh. Da muss ja ein richtiger Neuaufbau erfolgen. Überhaupt hier auch das Fürstengebäude. Das könnte man sich ebenso mal überlegen. Steueramtsstuben. Klingt doch irgendwie ganz gut für einen gierigen Mann, der ein fremdes Land erobert hat. Er sagt sich sicher, dass wir Soldaten genug haben. Aber Geld kann man nie genug haben. Ja, warum nicht? Alle Besitztümer in diesem Herzog plus 10% Besitz zum Steuern. Das ist besonders gut, weil wir ja dort auch die Silberminen haben. Das machen wir. Wir errichten das jetzt. Das ist nämlich ja... Das macht Böhmen ja so faszinierend. Also Böhmen ist deshalb faszinierend. Erstens, weil es ein Herzogtum ist mit unfassbar vielen Grafschaften, wie ich finde. Und diese Grafschaften sind dann im Einzelnen auch noch riesig. Schaut mal, was hier alles baubar ist. Das ist der Hammer. 6 hier in Prag und so weiter. Und dann kommt das hier noch. Czaslau. Und dort gibt es die Kutna Hora Bergbausiedlung. Das kennen vielleicht Spieler von Kingdom Come. Das ist nämlich genau die Region, in der wir uns da befinden. Und meines Wissens Kutna Hora, das ist Kuttenberg. Kuttenberg, eine wunderschöne Stadt, falls ihr mal in der Gegend seid, besucht sie unbedingt, reich geworden durch den Silberbergbau. Ja, und das wird hier repräsentiert durch dieses Sondergebäude. Steuern plus 3 Gold, was wirklich nicht wenig ist. So, was haben wir hier? Herzog Bosporius aus Thüringen hat einen Krieg verloren. Okay, das ist irrelevant. Ja, also wir warten jetzt auf das Ende dieses Krieges. Mündel profitiert von der Unterweisung. Sehr schön, Matthäus. Der Krieg ist schon zu Ende. Okay, super, das ging jetzt wirklich schnell. So, das heißt, wir sind jetzt in der Lage, das Herzogtum Milcenia zu übernehmen. Das kostet uns 250 Gold. Das ist ja ein Klacks. Okay, das war's schon. Und das bedeutet im Übrigen auch, ganz interessanterweise, dass Saas jetzt unabhängig ist, weil es ja das Herzogtum nicht mehr gibt, zu dem es gehörte. Obwohl es de jure eigentlich zu Böhmen gehört, aber de facto gehört es halt zu Milcenia. Und das heißt, wir können Saas auch direkt jetzt angreifen. Vielleicht helfen uns dann die Gefangenen tatsächlich noch weiter. Aber das ist jetzt noch nicht das Erste, was mich interessiert. Mich interessiert jetzt, wie das jetzt ist mit der Erbschaft. Oh, okay. Ja, das ist doch anders, als ich es mir erhofft hatte. Ich hatte mir erhofft, dass jetzt es schon so weit ist, dass unser Haupterbe ein weiteres Herzogtum erhält. Aber, das ist so, dass quasi der Haupttitel erstmal zählt. Dann steht ihm bei dieser Anzahl von Gesamtherzogtümern ein Herzogtum zu. Dann jedem anderen dann auch eins. Und wenn dann noch ein neues dazu kommt, wie es jetzt passiert ist mit Milcenia, wird er ausgelassen, weil er schon den Haupttitel hat. Deswegen kriegt der Nächste das dann. Ich vermute, beim nächsten Herzogtum müsste Matthäus noch eins kriegen. Und wenn wir dann noch eins haben, dann hätte er die Möglichkeit, glaube ich, noch ein weiteres Herzogtum direkt zu erben. Und mein Wunsch ist ja, dass wir Böhmen direkt an ihn vererben. Aber ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. So, wie machen wir das? Wir müssen jetzt 4 Grafschaften loswerden. Ich denke, wir müssen in den sauren Apfel beißen und werden jetzt ihm steht nämlich jetzt dieses neue Milcenia zu. Der jetzt schon das andere Herzogtum dort hat, dem werden wir das jetzt geben müssen. Also das müssen wir natürlich nicht, aber es erscheint mir sinnvoll zu sein, wenn er es eh erbt. Das ist auf jeden Fall immer der Weg, den ich gehe. Ja, okay, geben wir ihm das Herzogtum und dann gebe ich ihm aber nur 3. Die 4. offene, da habe ich schon noch eine andere Idee. Und zwar, dann geben wir ihm auch die Grafschaft und dann die Nachbargrafschaften. Das passt doch ganz gut. So, Titel vergeben, dann haben wir
12 von 11 Domänengröße und dann werden wir unserem Haupterben, der einzige unserer Söhne, der noch keine echte Macht hat, dem werden wir die Grafschaft Kissinia geben. Das ist die einzig mögliche, außer natürlich noch diese hier. Aber das fände ich unschön, wenn wir ihm noch andere im Herzogtum seines Bruders geben. Das gibt nur Stress. Wir werden ihm Kissinia geben. So, damit ist er immerhin auch Graf. Und schaut mal, er sieht aus, wie ein echter Krutor aussehen muss. Okay, damit hat sich auch irgendeine Fraktion aufgelöst. So, das wäre jetzt erstmal das erste Thema. Oder das nächste Problem gelöst. Die Fraktion in 5 Monaten. Ich würde sagen, wir kümmern uns als nächstes um Saas. So, dass die Frau dort ist, hilft uns, glaube ich, nichts. Vasallentum anbieten lehnt er ab. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einen Krieg zu erklären. Aber warum gibt es hier nur den de jure Krieg? Ich möchte vielleicht lieber einen Religionskrieg führen. Warte mal, ist das... Ah, schaut mal, da mussten wir noch weiterlaufen lassen. Jetzt geht es. Ja, warum lieber einen Religionskrieg? Weil der Vorteil des Religionskriegs ist in diesem Falle, dass wir... dass er abgesetzt wird. Während ich, wenn ich die Grafschaft nach de jure... Meines Wissens wird er dann nicht abgesetzt. Genau, Graf Rostislav wird Vasall. Und das ist dann wieder anstrengend, dann ist er halt katholisch, dann will er nicht den Glauben wechseln und so weiter. Wir werden deswegen einen Religionskrieg um diese Grafschaft führen. Das scheint mir das Einfachste zu sein. Der Krieg wird erklärt. Ich glaube, er hat noch einen Verbündeten gehabt, habe ich gesehen. Ja, den Grafen von Schmalkalden. Er selbst hat 3700 Mann, der 3300. Das kann nicht so schlimm werden. Wir haben hier schon unsere Fahne. Wir werden hier unser Kriegsvolk ausheben. Und ich glaube sogar, dass das komplett ausreicht. Jaromil wird die anführen. 3200, die werden wir dann direkt angehen, wenn wir sie haben. Wenn wir sie angehen können. So, der Schmalkaldener ist mit dabei. Aber der wird uns wenig anhaben können. Plus 11. Sehr schön. Okay, das war echt kurzer Prozess gemacht. Sehe ich das richtig, dass die gesamte gegnerische Armee komplett vernichtet ist? Das erlebt man auch nicht so oft. Hervorragend. So, jetzt könnten wir eigentlich hier auf einen Belagerungsexperten wechseln. Unseren guten Belagerungsexperten, der ist leider nicht mehr unser Vasall. Ja, ein bisschen ungeschickt. Haben wir denn überhaupt noch jemanden? Ernsthaft, wir haben jetzt keinen Belager mehr? Das ist ja fatal. Na gut, da muss... Oder habe ich das übersehen? Nee, dann muss er das mal selbst machen. Geht trotzdem schnell. So, ich glaube, das sind alles Leute aus unserem Gefängnis, die jetzt sterben. Okay, da war es schon, Leute. Kein Aufwand. Der Krieg ist jetzt schon gewonnen. Wir können unsere Forderung erzwingen. Und das bedeutet, das Ganze geht in unsere Hand. Und das bedeutet, wir haben auch wieder eine Grafschaft. So viel, ja. Hätte ich gleich dran denken können. Dann würde ich sagen, geben wir ihm hier noch mehr von diesen milzenischen Provinzen. Das scheint mir das Beste zu sein. So, Titel vergeben. Jetzt nur das Richtige, nicht in Böhmen, sondern hier. Das ist ja zum Beispiel, das liegt ja direkt neben denen, die er schon hat. Und dann haben wir wieder die richtige Domänengröße und er hat schon sein Erbe. Kann er das überhaupt? Oh, schaut mal, der hat schon 9 von 7 möglichen. Ich hoffe, er ist klug genug, dass er die an vernünftige Leute weitergibt. Nun ja, okay. Wir sind im Januar 1362. Wir werden es vermutlich in Kürze mit einer Fraktion zu tun haben. Die Frage ist, ob wir das noch abwarten. Waffenstillstand mit Wales läuft aus. Festmahl und Jagd. Ist mal sowas dran? Aber er will, glaube ich, weiter. Er hat das Gefühl, er hat einen Lauf, er hat einen Flow. Er steht kurz vor seinem Ziel. Naja, kurz. Okay, das heißt, es gibt jetzt eigentlich nur noch ein Ziel, nämlich das geteilte Thessaloniki, das hatten wir ja
beobachtet. Und wie machen wir das am besten? Wir haben Oberschlesien. Oberschlesien hat selbst fast 12.000 Mann plus einen verbündeten Grafen, aber der ist nur intern. Ja, und das Gute ist, ich glaube, wir können auch hier einfach den Religionskriegsgrund wählen und hätten dann direkt das gesamte Herzogtum. Wir prüfen das mal. Religionskrieg um Herzogtum Oberschlesien, ja. Und mehr brauchen wir auch nicht für unser Ziel, die Westslawen zu vereinigen. Das Problem ist jetzt einfach nur diese aufständischen Bauern. Ich würde sagen, da warten wir tatsächlich jetzt mal ab, weil das könnte eine ganze Menge werden, was da auf uns zukommt. 18 Mitglieder. Allerdings ist es auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie wieder nicht die Revolution beginnen, den Aufstand, solange wir im Frieden sind. Wir gucken mal, was hier passiert. Nikolas von Gullapingslöck greift König Lucian von Norwegen an. Ja, das hatte ich befürchtet, ja. Können wir ihnen da irgendwas Bekehrung verlangen, wäre ganz gut, aber wir haben kein Druckmittel. Nee, kann ich leider nichts tun. Das darf aber nicht passieren, dass der dort König wird. Du hast doch Verbündete, du müsstest doch eigentlich jetzt deinen schwedischen Verbündeten holen können. Wir gucken mal, 5.000 gegen 7.000, das müsste doch eigentlich gehen. Wir schenken unserem Bruder ein bisschen Geld. 241, oh ja, der kann was gebrauchen. Das wird ihm helfen. Ah, unsere Gier führt zur massiven Anspannung. Ja, das ist das Problem. Also ich will jetzt nicht sehenden Auges hier unseren König in den Tod stürzen. Das scheint mir jetzt auch ein bisschen komisch zu sein. Das ist ein Problem, wenn man Gier spieltechnisch wie Geiz bewertet, was das Spiel offensichtlich tut. Finde ich nicht ganz so gut. Gut, da muss er selber klarkommen. Zahlenmäßig müsste es funktionieren für ihn. Oh ja, habe ich es doch gewusst. Er hat doch den schwedischen Verbündeten. 20.000, das müsste doch möglich sein. Sehr schön. Unseren Marschall im Übrigen. So, und da ist es tatsächlich gekommen. Die sächsischen Katholiken wollen nicht unter unserer Herrschaft leben. Ja, dann, ihr wollt Freiheit, im Tode sollt ihr sie haben. So sieht's aus. Wartet. Was ist das noch? Volksaufstand. Und wer ist das? Ach, irgendein Bürgermeister hat sich da noch angeschlossen. Sammelt die Truppen. Wir gucken erstmal, wo hier was los ist. 24.000, 4.800, 11.000 da unten. Da oben noch 5.000. Das sind sie. Okay, also das ist die gefährliche Hauptarmee. Wir müssen mal unseren Sammelpunkt verlegen. Vielleicht hier hin. Ne, das gefällt mir wenig. Machen wir mal hier hin. Die müssen wir erwischen. Ist das auch die Armee, wo der Anführer selbst ist? Das gucken wir mal. Ja, direkt dort. Okay, das heißt, wenn wir die erwischen, könnte es passieren, dass wir den Bauernaufstand dadurch schon beseitigen. Wir werden mal hier alles Kriegsvolk ausheben. Plus Bauer. Und zwar wie viele? Ja, wenn wir gleich viele sind, dann reicht das schon komplett, würde ich sagen. Lassen wir mal laufen. Also Kriegsfolge haben wir ungefähr 18.000, also nochmal so 15, so 17.000, das reicht. Okay, damit haben wir 25.000. Die können wir vereinigen. Unter, natürlich. Ah, der ist ja jetzt im anderen Krieg unterwegs. Okay. Die sind alle irgendwie schwer beschäftigt. Wir, oh Gott, wir stehen auch zur Verfügung. Ich hoffe, wir kämpfen nicht mit. Habe ich das schon mal geklärt? Warte mal. Nee, das ist ja auch was anderes, ne? Befehlshaber. Okay, wir haben aber jetzt unsere ganzen guten Leute sind unterwegs. Na gut, dann muss er das machen. Aber als Champion werden wir hier sicher nicht
mitlaufen. Könige sind aber auch dabei. Ich weiß gar nicht, wir haben ja auch, glaube ich, gar keinen relevanten Kampfwert. 5. Nee. So, okay. Entschuldigt, kleine Ablenkung. Wir ziehen gegen die Bauern. Was haben wir noch? Herzogtum Großpolen. Tyrannei von Antony. Okay. So, und da findet die Schlacht statt. Der Gegner hat Waldverteidigung. Aber wir haben trotzdem einen ganz guten Vorteil. Jagdtürme, versteckte Waffenlager. Aber der Gegner hat den besseren Anführer. Mal sehen. Könnte blutig werden. Gemeindekorruption in Chaslau. Schmugglerring. Und da ist es gelungen und der Sieg ist schon unser. Sehr schön, so sei es. Okay, damit ist unser Ruhm auch noch weit bekannt. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier für wahnsinnig viel Hingabe und Ruhm bekommen durch diesen Sieg? Das ist ja der Hammer. 2500 Ruhm? Weil wir gegen Bauern gewonnen haben, das erscheint mir aber jetzt ein bisschen fragwürdig, um ehrlich zu sein. Das ist eine Verdopplung unseres Prestiges, das kann doch nicht wahr sein. Na gut. Vielleicht war die Schlacht so grandios geschlagen. So. Okay. Ja, Leute. Dann müssen wir Truppen erstmal wieder ausheben, weil ansonsten können wir keinen Krieg erklären. Und wir sollten uns um die Gefangenen kümmern. Vor allem den Bauernanführer, der muss natürlich hingerichtet werden, ist ganz klar. Und zwar wird er auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Alles andere wäre vielleicht ein bisschen zu brutal, das passt jetzt auch nicht zu ihm. Gut, 12 Schrecken. Hinrichten. Ich hoffe, das war jetzt auch der Richtige. So, ansonsten können wir jetzt doch mal gucken, ob wir noch ein bisschen Geld verdienen können. 4 Charaktere können wir auf diese Art und Weise auslösen. Das war aber jetzt nicht zu dolle. Und die brauche ich auch nicht mehr ausnehmen im Übrigen. Insofern gucken wir mal, ob da was möglich ist. Nein, weil ihr Mann hat ja nichts mehr. Er hatte sich entschieden, renitent zu bleiben, katholisch zu bleiben. Nun gut. Und sich nicht vasalisieren zu lassen. Okay, Leute. Damit ist der Weg im Prinzip bereitet für den Angriff auf das Herzogtum von Oberschlesien. Das ist das nächste Projekt. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.